Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir heute mal schauen, ob wir was Essbares finden. Das heißt, mal schauen. Mal eine kleine Festung, die so mühevolle Kleinarbeit fertig gemacht habe. Ist noch nicht perfekt. Mir gefällt noch nicht. Das Gitter ist zu weit nach drinnen. Es muss weiter nach außen. Das heißt, ich muss noch mal außen noch was anbauen, dass ich im Prinzip von oben runter gucken kann. Das ist ganz wichtig. Entweder geht er quer und dann mal schauen. So, wir wollen mal schauen, wo wir hinfahren wollen. Ideal wäre ein ba Bauernhof. Beinahe wäre rausgegangen. So, Bauernhof wäre gut. So, hier haben wir gesagt, da ist nichts. Ja, da war auch nichts. Aber auch nichts. Der hier was von Bauerngift hat, der war eigentlich fast alles weg. Ich würde mal vorschlagen, wir fahren mal in die Richtung. Und auch noch was finden. Ne? Achso, ich wollte gerade mit meinem Pedal Gas geben. Ne? So, ich habe mir mein Gepäck leer gemacht, soweit es geht. Auf dem Fahrrad auch. In der Eiszone fahren wir nicht, das ist zu kalt. Also dankbar wäre ich über jeden Hirsch. Ne? Die sind so lieb und nett. Die wollen nicht an der Wäsche wie die Wölfe oder Bären. Ja, die Hütte bauen ist sehr aufwendig, aber es muss sein. Zum Blutmond muss man sich halbwegs sicher fühlen. Und lange noch standhalten, bis die Meute einen doch noch erreicht. Ne? Das kann man leider nur auftrieben machen, weil es zu viel nur hämmern, nur bauen, graben, muddeln, Steine fördern und so, alles das ist halt dann auf Dauer zu langweilig. Heute hier so Nebelwetter. Wir haben 11.14 Uhr, wir haben genug Zeit. Wir fahren mal der Straße lang. Vielleicht kommen wir an der Stadt rein, wo wir ein Haus kriegen können, wo wir einigermaßen was finden. Oder wir finden ein großes Maisfeld. Das können wir dann mittlerweile kochen. Und würde ein uns sehr gute Mahlzeit bieten, lange Zeit. Meine Reserven sind im Großen und Ganzen aufgebraucht. Und wir brauchen was. Irgendwas, was wir beißen können. Von Fleisch bis hin zu Gemüse. Das dürfen auch fertige Dosen sein, wieso fängt jetzt gerade Regen? Und nicht gerade wenig, du. Ungünstig. Das mag der Junge nicht. Aber gut. Der Magen ist das, glaube ich, egal. Ich lasse jetzt alles ein bisschen so stehen und links rechts liegen. Weil mich ist hier ist der Händler, weil auch Gewitter habe ich noch lange nicht gehabt hier. Richtig Wetter. Schauen wir mal, wo wir ankommen hier, ne? Hauptsache, mir trifft kein Blitz hier. Ich habe da eben Metallhelm.
Wer weiß, wo wir ankommen. Da unten ist ein See. Ein Haus. Und schöne Farben wäre nicht schlecht. Brücke. Es ist wieder kalt. Naja, durch die Kälte und Regen, ne? Also. Was Blei vorkommt. Oh, ist das ungünstig. Mitnehmen wir. So, schnell weiter. Ja, wollen wir nicht so schnell fahren, ne? Mit 25 hier, ne? Viele Rippe. Der kommt wie gelegen. Ah, der nicht. So eine freilaufenden Zombies sind nicht gut, die bringen nichts. Der kippt da ab. Da hinten. Schauen wir genau eine Karte auf. Weg. Heute nicht. Hier kriegen wir nichts raus. So wie echt blöd, wie es regnet, ne? Aber gut, was war's. Ob der sie den tot. Ja, das ist schlecht. Junge, ich finde keinen Bauernhof mehr. Da kann man nach vorne mit schönes Teil. Mal näher angucken. Der Turm. Wasserturm. Mal näher angucken hier. Ah, super. Ausbeute. Baumwolle ist hier. Also Plündern muss ich später machen, bevor wir hier. Also, Essbares finde ich hier nicht, also Tee. Vielleicht finde ich aus dem Haus. Aber er muss die Zombies rausholen hier und erledigen. Ein Messbecher, ja.
Munition. Da. Liegen bleiben. Wasser. Mann, bin ich erschrocken. Bist du verrückt? Also Essbares habe ich nicht gefunden. Hier ins Haus. So ein Sauwetter. Ist da oben was? Könnte sein. Samen von Mais. Guck mal, Ricardo. Oh, den Weg weiter folgen, da muss noch kommen, ne? Ja, wir müssen weiterfahren, denn wenn es erstmal dunkel wird, dann haben wir die Arschkarte. Wir sind nicht so sicher. Und keiner der kleinen Hunden hier. Zuckt was. Den lassen wir ruhig liegen, ne? Tschüss. Ja. Heute nicht. Keine Zeit. Ich suche ein Bauernhaus, wo ein bisschen was zu holen ist. Mais oder irgendwas zum Essen. Oder das Eis, das Wüste. Das ist die Eiswüste, da finden wir kein Bauernhaus. Hat ja keinen Zweck, also das bringt ja nichts, also da garantiert nichts. Na Häschen, heute darfst du noch leben. So Munition habe ich gar nicht. Ja genau. Ja, das ist ungünstig, ne? Also ein kleines Bauernhöfchen mit ein paar Maispflanzen, ne? Oder was anderes, was essbar ist, ne? So eine Querstraße nur folgen. Mal ganz kurz auf die Karte gucken. Muss ja bald eine kommen, ne? Da oben, ja. Müll. Und heute Nacht habe ich noch was zu essen, aber spätestens morgen wird es mir eng und das ist mir ja nicht so gut. Wo der Zugzwang näher losgeht und dann entsprechend
Was zu essen holen muss, ist schlecht. Also. Gut, das was zu essen. Steinaxt. Dann super. Die Steinaxt. Können wir bei Gelegenheit entsorgen. So, mal schauen. Links oder rechts? Scheinbar rechts fahren. Ich glaube, es ist verkehrt. Ne, ist richtig. Wir können ja nur dahin fahren, wo wir schon mal nicht waren. Da, wo wir schon mal waren, kennen wir schon alles. Mehr oder weniger. Wir fahren dann um die Straßen lang. Kerl 1 können wir noch fahren. Denkt mal hier immer was hin. Irgendwo. Ein Haus, aber kein Feld. Zu steinig dafür. Hier muss ja irgendwo was sein, wo man sagen kann, da ist jetzt eine schöne Farm. Da gibt es ein paar Schweine, ne, oder ein paar, jo, paar andere Nutztiere. Essbar vor allen Dingen. Ist wieder kalt, der Bursche. Ja, Baustelle. Der Fettig ist da vorne. Der muss schwanger sein, glaube ich. Tödliche Strahlung. Oh. Wo ist das hier? Das kenne ich schon mal irgendwo her. Das habe ich schon mal gehabt. Das war ein Offline-Spiel und dann hat es mich voll erwischt. Und ich wusste nicht, woher kam. Ich dachte schon, ich habe eine gebissen. Ein Gift hier. Gut, hier ist auch nichts. Gut, dann Planänderung. Dann gehen wir erstmal Richtung Kiste. Ja, genau. Ja, das ist ziemlich tödliche Strahlung. Also, ja. Dann bräuchte ich Strahlanzug oder sowas. Also der Bereich gefährlich. Schlecht. Ja, das ist eine Fahrradtour, ne? Gut, dann müssen wir halt so ein Dings fahren. Bisher haben wir nur gute Sachen gefunden. Und daher sagt man so, da werden wir hinfahren.
Der Regen ist so heftig, ja. Dann wird er durch. Hoffen wir, dass wir nicht doof bleiben hier. Das Problem ist jetzt halb drei. Und suchen wir Unterschlupf, ne? Vielleicht finden wir hier was Schönes. Also sind ganz nicht alleine. Oh, hier ist auch noch ein Keller unter, wa? Klar, Wasser reinfallen. Super. Kann ich schwimmen. Ja, da hast ja das richtig Gute gefunden hier. Oh Mann. Bekannt vor die Hütte. Ich war so im Groben. Ja, wirklich im Groben, das ist so. Schlag zu! Könnte um mehr Punkte gehen. Schauen wir durch, was es Schönes gibt hier. Oh, eine Kiste. Haben wir Axt mit? Jups, haben wir. Wir sind etwas. Aber wo drin ist eine andere Frage, ne? Schimmliges Fleisch. Super. Der ist gut. Der ist super. So. Nichts zu holen. Ein gar nichts. Nicht mal Messing. Ne, vom Klo sind schon zu voll. Klo sind so gefährlich. Plan für den Schmiedeofen, ja. Aber den habe ich schon. Thank you.
Mann, das ist die Küche. Ist nichts Essbares hier? Ist ganz so schwer. Das lernen wir gleich. Samen. Das ist schwer. Eis haben wir uns genug Eisen. Mein Problem ist, es ist so schwer, ne? Kein Wasser nach unten nehmen. Haben wir einen gescheiten Helm? Wir haben Helm, ne? Ja, außer Eier nichts geholt, ne? Außer eine Dose, ne? Ja, ah, noch ein Bein gebrochen, Junge. Na, heute fahren wir nach Hause. Jetzt warten wir einen Augenblick ab. Jetzt hat der Ledermantel auch nichts, ne? Ach, wie ist denn Beute? Aber wiederum Munition schon. Sparen. Machen Lagerfeuer. Sitz voll. Noch weit nach Hause. Oh ja. Sehr weit sogar. Die ganze Straße. Ja, hätte man eher hier gucken müssen, ne? In dem Bereich. Nächste Mal. Gut, ich habe einen Mantel, ne? Wie gesagt, das ist 15 Uhr und das Problem ist, wie gesagt. Jetzt gehen wir mit dem gebrochenen Bein so langsamer als vorher. Ein Fahrrad, das hat hier gelassen. Ja, in der Richtung. So, Fahrrad, wo bist du? Aber die Kiste wäre doch eine Option, ne? Ob die brauchen eine Beine wäre. Die Richtung, ne? Ja. Fahren wir mal los. Wir brauchen dann beide ganz gut unterwegs. Mal sehen, wo die Kiste liegt, da können wir das gleich mal holen. Gut, der Mantel kam zur rechten Zeit. Wir fahren mal Richtung Kiste und dann mal schauen wir, was in das Haus kommt. Das war eine Tour durch die Map hier, ne? Ein Teil davon. Ja, es wird Zeit, dass ich Felderwirtschaft lerne und entsprechend Saatgut und dann können wir zumindest anfangen, uns selbst zu versorgen.
zu Hause angekommen, mit einer Maschine angelegt, und dann geht das wieder relativ zügig in Ordnung. Aber das dauert halt noch eine, bis sie da sind, vor allem. Die Kiste holen wir noch und dann schauen wir, wie wir die Folge beenden. Oh, Beute. Beute. Ja, die Richtung. Das war ein Blattschutz. Und der muss ich auch erledigen, sonst hat er zu sehr. Gut. Messer und leicht Fleischstücken, also haben wir was erledigt. Nee, du nicht. Lecker Fleisch. Der Laufen geht auch nicht. Ganz schlecht jedenfalls. Naja, Beinbruch ist immer ungünstig. Gut, haben wir jetzt einen Erfolg gehabt, ne? So, schauen wir mal in der Kiste. Können wir noch weit haben. Ja, guck ich noch. Wir folgen mal der Straße und dann schauen wir mal rechts, wo das Ding genau liegt. Aber Fleisch wäre ein Tag gut zu essen. Vielleicht zwei, mal sehen. Die Kiste hat auch noch was drin, sicherlich, vielleicht, was gut ist. Ein, zwei Dosen Fleisch. Beim Händler ist immer so eine Sache, da kriegst du immer nichts. Bezahlen. Woher nehmen wir die stehen? So. Fahren wir mal ein. So ein Fahrrad schneller wie zu Fuß, aber das macht ganz gut, ne? Ah, ist ja eine Kiste. Na. Ja, nichts zu essen. Ah, Messbecher. Ah, Medizin. Ey. Da stehen du. Und zeug die Straße. Ab nach Hause. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein mit der Kiste. Er sah immer Schütt und verkauft. Dann sieht man sich zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Ich fahre nur nach Hause und mal auf mit Folge. Tschüss.